J'ai vu Alain hier à midi. D'accord. Comment ça va? Ça va un peu, il a l'air en forme. Ah, je suis contente. Très en forme. Super. Pour le manuscrit, donc... Non, je te publierai pas, non. Je pensais que t'avais compris. Ça me ferait plaisir de dîner avec eux. Enfin, je te dis qu'il a refusé mon manuscrit. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Allez, salut. Der Schriftsteller Leonard packt seine ganzen realen Liebschaften gerne in seine Romane und kaschiert eigentlich nur mehr schlecht als recht die realen Identitäten seiner Täter-Täts. Sein Verleger Alain allerdings möchte den neuen Roman nicht verlegen. Stattdessen beginnt der wiederum eine Affäre mit seiner neuen jungen Kollegin, während Leonard mit Alains Frau weiter eine Affäre pflegt. Die Pariser Literaturszene ist in Aufruhr, die Digitalisierung treibt alle in den Wahnsinn und jeder hat was mit jedem. So ist eigentlich der Plot von Olivier Assayas neuem Film zwischen den Zeilen zusammenzufassen. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui fait rage autour de votre livre? La question, c'est de savoir si les romanciers ont le droit de s'inspirer de personnes existantes. C'est sûr qu'Alain n'a pas lu entre les lignes. Je crois que c'est quelque chose. Je crois que c'est une façon de se venger. Moi, j'aime pas la façon dont il parle des femmes. Qu'est-ce qui te gêne? Il la traite comme un objet. Ah, c'est peut-être ça qui lui plaît. Les ventes s'effondrent. C'est dingue, les gens lisent des livres sur smartphone. Moi, je lis pas sur tablette. Parce que c'est pas ton époque. Je t'emmerde. Alle Themen, die Assayas in diesem Film mit Juliette Binoche grandios besetzt, das muss man sagen. Dieser Frau kann man einfach nur gerne zugucken. Alle Themen, die er allerdings in diesem Film aufgreift, hat man schon besser in Feuilletonartikeln in der FAZ gelesen. Der Film labert sich selbst in den Tod. Zwar gehen einige Pointen gerade am Anfang, wenn er seine Figuren einführt, grandios auf und man fühlt sich durchaus gut unterhalten. Aber je länger der Film dauert, desto nerviger sind die immer gleichen Gespräche dieser Intellektuellen, dieser selbstgefälligen Intellektuellen, bei denen es am Ende eigentlich um nichts anderes geht, als um das ewige Thema der Treue. Für einen Regisseur, der mit Filmen wie Die wilde Zeit, den ich über alles liebe... Politik ist kein Spiel. Wir kämpfen für die Arbeiterklasse. Du stehst abseits der wahren Kämpfe. Das ist doch Schwachsinn. Ich habe Überzeugung, die Malerei. Oder ein Film wie Die Wolken von Sismaria, wirklich großartige Filme abgeliefert hat, ist das schon eine mittelschwere Katastrophe. Alle Liebhaber des französischen Kinos sei von diesem Film eher abgeraten. Herzliche Grüße aus der Cinema-Redaktion. Tu me trompes, Léonard. Bah, pourquoi tu dis ça? Dans un couple, le désir, c'est pas le début, la fin de tout. Je préfère vivre dans l'hypocrisie. Bah, c'est pas l'hypocrisie, on est mariés depuis 20 ans. Et toi, tu travailles sur quelque chose? Bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais ça avance? Oh, oui, oui, oui. Bien, 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 bien. On n'en saura pas plus. Moi? Non.